So, jetzt geht's aber los. Oh mein Gott. Was ist das? Ist das eine Drohung? Sollen wir aufhören? Müssen wir abbrechen, Leute? Ich traue mich gar nicht weiterzumachen. Naja, ich glaube, wir sollten uns nicht fürchten. So wie Margarete sollten wir mutig sein und fortfahren. So, alles klar. Wie gewohnt will ich kurz nochmal erinnern, was geschehen ist. Vieles geschehen, das kann ich nicht alles zusammenfassen. Inzwischen, wir haben einen Maler erlebt, sein Schicksal hier in diesem Ort, in dieser Abtei. Es gab da zwei Teile, einmal ganz früher, als er hier gearbeitet hat. Dann ist er 7 Jahre später wiedergekommen, dann gab es ein großes Unglück. Da ist er vermutlich gestorben. Dann sind wieder 18 Jahre vergangen und jetzt spielen wir diese Dame hier, die Tochter des Druckers, die Magdalene Druckerin, die jetzt auch verstrickt ist in die Ereignisse. Und das stellt sich aber jetzt ein bisschen anders dar, denn es geht im Kern im Moment darum, dass im Rathaus Wandbilder gemalt werden sollen. Das wollte eigentlich ihr Vater tun. Auf denen wurde aber ein Anschlag verübt, weil er irgendwie eine bestimmte Wahrheit dort darstellen wollte, die offensichtlich nicht dargestellt werden sollte. Der lebt noch, ihm geht es aber sehr, sehr schlecht. Und wir haben stattdessen diese Arbeit übernommen und haben inzwischen auch schon alle 3 Wandbilder gemalt, aber sie sind noch nicht veröffentlicht worden. Okay, das ist so der Stand der Dinge. Damit hängen aber die Geheimnisse dieser Stadt zusammen. Die sind aber noch nicht, ja, wie soll ich sagen, enttarnt worden. Wir wissen also noch nicht so richtig, was los ist. Aber was ganz wichtig ist, nun sind auch wir selbst, also ihr habt es gesehen, sogar ich, aber auch Magdalene, bedroht worden durch den Zettelschreiber. Und nicht nur das, es ist konkret auch schon ein Anschlag verübt worden. Sie war in einen Brunnenschacht abgestiegen und da wurde ein Stein auf sie geworfen. Vermutlich sollte sie umgebracht werden. Was haben wir das letzte Mal noch erlebt? Die letzten Puzzlesteine, die noch dazugekommen sind. Wir haben oben im Kloster, im Frauenkloster, mitbekommen, dass eine Frau einen Geist dort gesehen hat. Das heißt, eine Person, die offenbar aus der Küche kommt, dort im Kloster gewesen ist. Da liegt die Vermutung nahe, tatsächlich, dass durch dieses Gitter, durch dieses Gangsystem beim Aquädukt irgendjemand aus dem Ort ungesehen dort auftauchen kann. Die Nonne hat das da als Geist interpretiert. Dann wurde nochmal dieser komische antike Ort, dieses Mithraeum, erwähnt. Da gibt es sogar eine Zeichnung. Dieser Ort ist aber bis jetzt nicht aufgefunden worden. Und was vielleicht das Entscheidendste war, wir sind in diese verbrannte Abtei eingestiegen und haben dort dieses Totentanzgemälde gesehen, aber es wurde übermalt mit Bildern von Opfern, Toten, die im Zuge dieser Morde und dieser unglücklichen Ereignisse umgekommen sind. Die haben wir dort auch wiedergefunden und es war offenbar auch jemand, der uns dort gesehen hat, verfolgt hat oder wie auch immer, aber dann verschwunden ist. Wir haben zweimal jetzt schon die Vermutung gehabt, dass es irgendjemand ist mit einem Bart, ne? Aber das ist noch sehr unklar. Wir haben dann beide verbliebenen Wandbilder, das ist aus christlicher Zeit und aus der heutigen Zeit, die dieses Unglück darstellen sollen, gemalt. Wir haben uns nach längerem Hin und Her, oder ich habe mich dafür entschieden, quasi so die Seite des Volkes dort zu übernehmen. Einmal also nicht die mythologische Seite darzustellen und nicht die christliche, sondern wie sich das Volk der Bayern dort angesiedelt hat und dann den christlichen Glauben angenommen hat. Und im letzten Bild ging es, glaube ich, darum, wie Otto die Rede gehalten hat und wie das Volk so eine eigene emanzipatorische Haltung gewonnen hat, quasi die Politik entdeckt hat für sich, versucht hat, ihre eigenen Interessen zu vertreten. Das wollte ich zumindest damit symbolisieren. Und dann gab es wieder einen Zettel an, genau, an Sie, hör auf,
Ja, und nun und zum Schluss ja, hat sich das erstmal alles so ein bisschen in Wohlgefallen wieder aufgelöst. Es gab jetzt eine große Weihnachtsfeier, an der unser Vater leider nicht teilnehmen konnte, weil der immer noch zu Hause liegt, bettlägerig krank ist. Und da gab es schon, man kann schon sagen, schon so ein bisschen eine versöhnliche Atmosphäre. Außer der Stadtpfarrer, der ist irgendwie sehr schnell abgehauen, der war irgendwie ziemlich sauer. Aber es war schon... Ja, ich würde schon sagen, da hat schon sowas wie eine Gemeinschaftsbildung stattgefunden. Und insofern bin ich besonders gespannt, wozu das jetzt hier führen wird. Okay. Dann gucke ich nochmal auf den Chat, ob es noch Dinge gibt, die man jetzt ergänzen sollte. Was ich jetzt, bevor es jetzt hier richtig losgeht, können wir nochmal zusammenfassen, was sind eigentlich die offenen offenen Fragen, die das Spiel uns hoffen oder die sich jetzt hoffentlich klären? Ich nenne mal drei Dinge. Einmal dieses natürlich, wer ist der Mörder der beiden Morde, plus wer ist derjenige, der unseren Vater versucht hat umzubringen, plus wer ist derjenige, der versucht hat, uns umzubringen. Ist das alles eine Person oder gibt es mehrere Personen? Das ist natürlich die Hauptfrage. Ist das identisch mit dem Zettelschreiber? Das ist sozusagen eine Frage. Dann, was ist mit diesem Mitreum? Was hat es damit auf sich? Das ist für mich auch unklar. Dann, wo ist Martin? Ist auch eine gute Frage. Warte mal, ich mache mir mal Notizen, weil das will ich mal nicht vergessen. Finde ich ganz spannend. Martin, das finde ich auch noch ganz spannend. Was ist noch offen? Das Motiv natürlich, ja, genau. Das Mitreum-Gebäude haben wir schon genannt. Ja, das Thema Buch über Tassing, gibt es da noch ein Geheimnis oder ist das für uns verloren, weil wir es irgendwie nicht bekommen haben? Das stimmt. Ob noch irgendein Geheimnis mit der Hand da ist? Ich vermute mal, das hätte im Buch gestanden. Die Inkluse, ja gut, da gibt es aber im Moment noch keine offene Frage, das ist ja nur ein Verdacht. Und die Frage ist, wen wir heiraten, ja. Eine Sache finde ich persönlich immer noch ungeklärt, und zwar dieser Grabstein ganz am Anfang bei der Mine, wo, glaube ich, der Steinmetz so eine Inschrift hatte, irgendwie die beiden Unschuldigen. Das, finde ich, ist auch noch irgendwie überhaupt nicht geklärt. Ich schreibe mal auf Grabstein, Mine, zwei Unschuldige als Opfer. So. Genau, Kasper ist auch noch eine Frage, was ist mit dem eigentlich passiert? Auch noch ein guter Punkt. Das mit dem Grabstein ist meines Erachtens noch nicht geklärt. Also bitte jetzt nichts, also falls du das Ende kennst, bitte jetzt nicht sagen. Falls du es nicht kennst, kannst du es mir gerne erklären. Na, der Geist wird schon der Täter sein, ja. Warum hat der Müller den falschen Martin beschützt? Das wurde schon so ein bisschen motiviert. Okay, gut. Ich glaube, die wichtigsten Fragen haben wir. Ja, Leute, dann geht's jetzt los. Ja, ich wusste, dass hier jetzt was passiert. Es musste jetzt hier was passieren. Liebe Leute, und ich möchte jetzt noch mal eine Sache sagen. Also, ich habe ja, aber ich muss sagen, das ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen, aber diese beiden, die spielen irgendwie eine ganz komische Rolle. Und ich finde diesen Gedanken so unfassbar faszinierend, dass diese Inkluse nicht ihr Grab da ausgehoben hat, sondern dass die über diesen Aushub in diesen Geheimgang kommen. Wenn das so ist, dann kann sich sowohl die Inkluse als auch der Pfarrer ungesehen von hier da oben hin bis zum Kloster bewegen. Und damit werden sie sehr, 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 sehr verdächtig. Allerdings hat er kein Bart und sie auch nicht. Das ist das, was so ein bisschen dagegen spricht. Aber das finde ich so irgendwie so krass markant, dieses Loch da am Boden, wo aber niemand rein kann und hinschauen kann. Ah, ich bin mal gespannt, was es damit auf sich hat. Okay, gut. Gott segne euch. Und frohe Weihnachten, Magdalena. Oh, frohe Weihnachten, Schwester Amalie. Haben wir euch mit dem Lärm nebenan belästigt? Nein, überhaupt nicht. Zu hören, wie Menschen
Christi Geburt feiern, bereitet mir große Freude. Weihnachten sollte für uns alle eine ermutigende Zeit sein. So, jetzt, wie reagieren wir jetzt? Ja, also das habe ich ja eben auch so formuliert, deswegen sage ich es jetzt auch einfach so. Es war schön, wie alle etwas positiver in die Zukunft geblickt haben, vor allem weil Tassing so viel durchmachen musste. Die Menschen hier haben viel gelitten, aber wir müssen stets auch in größter Verzweiflung Hoffnung finden. Es ist angemessener, Christi Geburt an Tagen mit so wenig Licht und Wärme zu feiern. Die Menschen brauchen Weihnachten im tiefen Winter als Erinnerung daran, dass der Frühling zurückkehren wird. Und wir alle werden eine Chance erhalten, wieder zu leben. Magdalene, wer ist das? Hä? Was sieht sie jetzt? Oh, das ist ein Typ mit Bart. Oh Gott. Oh nein, Papa. Lauf. Bitte entschuldigt mich, Schwester Amalie. Ich muss noch meinen Vater sehen. Natürlich. Gott segne euch. Danke, Schwester. Er ist da rein. Die Tür ist offen. Ist da jemand? Papa! Schnell hoch. Oh, Gott sei Dank. Magdalene, bist du das? Was ist los? Oh, es ist nichts, Papa. Ich sehe nur nach dir. Ich schätze es immer. Ich mache mir Sorgen um dich, Magdalene. Du machst dir Sorgen um mich? Du arbeitest zu hart. Ich weiß, dass es viel Zeit in Anspruch nimmt, sich um mich zu kümmern. Ja, im Chat wird jetzt schon harte Verdächtigung geäußert. War es Klaus? Täuscht er die Erkrankung nur vor? Oh mein Gott. Und ich weiß, wie hart du an dem Bandbild gearbeitet hast. Tja. Ich wollte es für Weihnachten fertigstellen. Ich weiß. Eine fast unmögliche Aufgabe angesichts der Größe dieses Rathauses. Naja, vielleicht, wenn du nur eine Wand gemacht hättest. okay. Ich werde es nicht schaffen. Magdalene, oh, meinte er, dass er jetzt sterben wird? Oh mein Gott. Das stimmt nicht. Mir geht es seit Advent schlechter. Mir geht die Kraft aus. Wie Balthas Uhr. Ich kann jetzt froh sein, wenn ich einige Stunden wach bleiben kann. Och Mensch. Schon in Ordnung. So ist nun mal das Leben. Ich bin froh, dass ich vor dir gehe, auch wenn es früher ist, als es uns beiden lieb ist. Ich habe in meinem Leben schon zu viel Tod gesehen. Ich wollte dir nur zeigen, was ich kann. Ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Das war ich, jeden Tag deines Lebens. Du musstest mir nie etwas beweisen. Ich wünschte, ich könnte bleiben, um das Wandbild zu sehen, wenn es fertig ist, aber das muss ich gar nicht. Ich weiß, dass es schöner sein wird als alles, was diese alten Hände je geschaffen haben. Ach Mensch, sag das nicht. Es ist aber wahr, wohlverstanden, ich war nicht schlecht. Aber ich wusste immer, dass du mich irgendwann übertreffen würdest. Du siehst bereits Dinge, die ich nie sehen konnte. Du siehst sie und machst sie real. Ich versuche es. Du tust es. Ob ich heute Morgen oder übermorgen sterbe, lange werde ich nicht mehr hier sein. Eines Morgens wirst du aufwachen und Dinge für dich selbst tun müssen. Liebe die Dinge für dich selbst und teile das mit der Welt. Liebe ist der einzige Grund, in diesem Leben irgendetwas zu tun.
Oh, so viel Gerede. Zu viel. Könntest du mir etwas zu essen bringen? Natürlich, Papa. Du hast den ganzen Tag nichts gegessen. Und ich habe auch die Weihnachtsfeier verpasst. Ich kann gar nicht glauben, dass mir niemand Plätzchen mitgebracht hat. Ich hole dir Suppe. Okay, Leute, jetzt würde ich eigentlich hier hinter die Tür schauen. Normalerweise würde sie aber jetzt sehen, wenn da jemand hinter der Tür steht, oder? Ich habe jetzt Angst, rauszugehen. Aber wieso hat er die Tür aufgemacht und ist wieder raus? Nein! Klaus. Es tut mir leid, Klaus. Alles. Ihr seid hier? Warte mal, jetzt. Wir sprechen das jetzt. Wer sind wir? Ist das Andreas? Also es kann ja nur Andreas sein oder der Martin. Ich glaube, das ist Andreas, ne? Ich dachte, ich könnte das alles aufhalten. Die ganze Zeit habe ich versucht, es herauszufinden. Nach dem Brand war das alles, woran ich denken konnte. Das und sie. Sie haben mich nie verlassen. Sie sind alle noch da, alle beim Totentanz. Das ist Andreas. Der Baron. Piero. Linhard. Martin. Peter, Otto, Kaspar. Kaspar ist auch gestorben. August, sein Sohn. Oh mein Gott, ja, es ist Andreas. Und jetzt ihr. Oh Gott, ihr seid es. Wer seid ihr? Was macht ihr da mit meinem Vater? Magdalena, es ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Es tut mir leid. Ich habe meine Manieren nach all den Jahren vergessen. Und ihr habt wahrscheinlich mein Gesicht vergessen. Oder was es einmal war. Okay, lasst mal ganz kurz überlegen. Das heißt, die Person, die diesen Totentanz verändert hat, übermalt hat, das war nicht der Mörder, das war auch nicht der Zettelschreiber, das war Andreas. Und derjenige, der vielleicht aus Versehen dort den Stein zum Absturz gebracht hat, das war auch Andreas. Vielleicht wollte er ihr folgen, weil er Angst um sie hatte und dann ist das passiert. Er wollte vermutlich die ganzen 18 Jahre versuchen, die Wahrheit herauszufinden und ist darüber quasi so wahnsinnig geworden. So erscheint es mir. Na, wir werden sehen. Ja, genau. Ich schätze auch, dass sich Andreas in der Klosterruine versteckt hat. Vielleicht war er dann sogar auch der Geist, der das genutzt hat. Magdalene, das ist Andreas Mahler.
zurück von den Toten. Okay, jetzt sind wir wieder Magdalene, alles klar. Mhm. Meine früheste Erinnerung seid ihr, wie ihr in eine brennende Bibliothek gelaufen seid. Es tut mir leid. Ich verstehe nicht. Niemand konnte das überleben. Vielleicht hätte ich nicht überleben sollen. Es ist aber passiert. Ich verstehe das nicht, Andreas. Wo wart ihr all die Jahre? Ich habe mich vor der Welt versteckt. Hauptsächlich in den Ruinen. Okay, das war jetzt offensichtlich. Manchmal im Wald, wenn es warm war. Ich stahl Brot von Gret, Bücher von euch. Oh, dann wurde ich also nicht verrückt. Nur dadurch hat mein Verstand nicht vergessen, was Worte sind. Moment, wie habt ihr das Feuer überlebt? Mit einigen Schwierigkeiten. Ich nahm so viele Bücher wie möglich und warf sie in das Skriptorium. Als der Rauch zu dicht wurde, verlor ich das Bewusstsein. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass Kaspar mich in die Krypta zog. Euer Lehrling, der Junge? Ihr habt ihn nach Salzburg zurückgeschickt. Ja, er ging nicht. Er wartete im Wald und beobachtete die Ereignisse. Als er mich im Fenster der Bibliothek sah, rannte er durch die Krypta, um mich zu retten. Und das hat er getan. Aber er sah, dass ich versuchte, die Bücher zu retten, und er ging wieder hinein. Ich konnte ihn nicht aufhalten. Ich war kaum bei Bewusstsein. Er kam nie wieder heraus, Klaus. Als ich aufwachte, waren alle tot oder fort. Ich konnte niemandem von euch gegenübertreten. Ich konnte nicht zurück zu Sabine in dieses leere Haus. Also versteckte ich mich. Ja, ihr habt den Totentanz in der Abtei übermalt. Ich hatte einen Grund, weiterzumalen. Es tut mir leid, wenn ich euch Angst gemacht habe. Niemand ist seit Jahren in die Abtei gekommen. Ich dachte, ich wäre dort sicher. Ich hatte Angst, mit euch zu sprechen. Angst, mit irgendjemandem zu sprechen. Okay, jetzt frage ich mal nach der violetten Handschrift. Das finde ich schon naheliegend. Habt ihr uns die Nachrichten hinterlassen, die in der violetten Handschrift? Ah, nein. Die wurden von einer anderen okkulten Hand geschrieben. Okay, also das scheint sich jetzt alles zu bestätigen. Der Mörder ist noch da, er ist es nicht. Er versucht, den Mörder zu finden, vermutlich. Versucht irgendwie zu helfen oder zu schützen. Eine, die nicht möchte, dass ihr euer Wandbild fertigstellt. Eine, die getötet hat und wieder töten könnte, um euch davon abzuhalten, die Geschichte von Tassing zu erzählen. Die Geschichte von Tassing? Warum? Weil die wahre Geschichte von Tassing im Widerspruch zu dem steht, was uns allen erzählt wurde. Sie wurde verdeckt, Stück für Stück, Schicht für Schicht, bis sie nicht mehr zu sehen war. Aber sie ist immer noch da. Sie war immer hier, versteckt unter unseren Füßen. Und sie wird immer noch geschützt, heimgesucht von dem Gespenst des Todes, das seit Generationen über diesem Ort hängt. Was? Das Gespenst des Todes seit Generationen? Na gut, okay, die drei Morde oder die zwei Morde, das ist schon ein, zwei Generationen her. Oder meint er noch was anderes? Der Fädenzieher, sagt Klaus. Fädenzieher? Unter unseren Füßen? Wovon sprecht ihr? Die Person, die euren Vater angegriffen hat, ist dieselbe, die jemanden dazu gebracht hat, Otto Zimmermann zu töten. Okay. Ah, okay, alles klar. Jetzt wird's ja interessant. Also er vermutet oder weiß es schon, dass derjenige, der die Zettel geschrieben hat, nicht der ausführende Täter ist, sondern tatsächlich sowas wie der Fädenzieher. Und Lorenz Rotvogel. Ja, und sie benutzt das römische Aquädukt, das Tassing und Kiersau verbindet. Okay, so weit waren wir auch schon. Es ist ein Netzwerk von Tunneln, mit dem ich mittlerweile ziemlich vertraut bin.
Ja, genau. Und jetzt kommt der Pfarrer wieder ins Spiel. Und ich habe den Geist gesehen, der sie heimsucht, der sich durch die kleinste Öffnung quetschen kann. Ich habe gesehen, wie er sich verbogen und so Orte erreicht hat, die mir verwehrt blieben. Ich habe jeden Zoll des Aquädukts und der alten Stadt abgesucht, und es gibt nur einen Ort, den ich nie gefunden habe. Das Versteck, in das sich der Fädenzieher zurückzieht. Der antike römische Tempel, den er entschlossen vor fremden Augen verbirgt. Und das ist doch bestimmt, da kommt man von der Inkluse aus rein, oder? Das Mithräum, ihr habt es gefunden. Nein, aber es gibt eine dunkle Stelle zwischen den eingestürzten Tunneln. Und ich glaube, ich weiß, wie ich dorthin komme. Kommt mit, ich zeige es euch. Na gut? Gut, gehen wir. Kommst du klar? Ja, sicher. Beschützt meine Tochter, Andreas. Mit meinem Leben, Klaus. Versprochen. Also gut, suchen wir das Mithräum. Okay, warte mal. Er geht aber nicht zur Kirche, sondern zum Rathaus. Wir liegen möglicherweise falsch. Das Rathaus, was machen wir hier? Als die Männer das Fundament ausgruben, fanden sie römische Ruinen, die im Laufe der Zeit verschüttet worden waren. Sie wollten keinen Stein verschwenden, also benutzten sie die römische Mauer für den Keller. Es gibt einen Weg hinein. Zu dem versteckten Ort. Geht es euch gut? Ja. Gut, in den Rathauskeller. Also gut, diese Wand ist anders. Bedeutet das, dass wir hier richtig sind? Nein, es gibt zwei Seiten, neu und alt. Das war früher oberirdisch. Es führte Wasser. Seht. Okay, Cornelius iret balneo et complet sextum gradum in Mitreo. Alles klar, ich denke, ich kann es entziffern. Cornelius heute und sechs Mitreum. Cornelius geht heute in die Bäder und vervollständigt den sechsten Rang im Mitreum. Seht ihr? Nein, es gab Kulte von Mithras überall im Römischen Reich. Wir wissen, dass es in Tassing ein Mithräum gab, aber das hier ist nur ein Graffito eines Eingeweihten. Wie hilft uns das weiter? Na hier! Okay. Hat er das schon mal gemacht oder macht er das jetzt auch zum ersten Mal? Eine Warnung wäre schön. Oh, tut mir leid. Ich bin die Gesellschaft von Menschen nicht gewohnt. Das ist das Aquädukt. Das Aquädukt transportiert Wasser zu den Bädern und ihr denkt, so gelangen wir zum Mithräum? Ganz genau. Ihr scheint ziemlich zuversichtlich zu sein. Wir wissen, dass es existiert. Ich weiß, wo es nicht ist. Ich glaube, es kann nur hier sein. Es muss in der Nähe der Bäder sein. Nun, ihr habt bereits ein Loch in die Wand geschlagen, also können wir genauso gut hindurchsehen. Nach euch bitte. Okay. Gentlemen. Manu propria. Okay.
Hier geht's ins Badehaus. Komm, gehen wir erstmal da rein. Die Dekoration. Das müssen die Bäder gewesen sein. Es sieht nicht so aus, als gäbe es einen Weg hindurch. Schlick. Die Überschwemmungen haben ihn hier heruntergetragen. Jahrhunderte voller Überschwemmungen. Was ist, wenn wir nicht durchkommen? Was, wenn es für immer begraben ist? Es ist noch zu früh, um so entmutigt zu sein. Lass uns weitersuchen. Okay, alles klar. Hier geht's nicht weiter. Ah, es geht runter. Wieder Treppen nach unten. Könnte etwas unter den Bädern sein? Ein Hypokaustum. Es nutzt warme Luft, um die Räume darüber zu heizen. Römische Kolonien im Norden hatten so etwas oft. Hoffentlich ist es nicht auch voller Schlick. Okay, das ist aber ein großes Bad, wenn das Hypokaustum so ist, dass man da quasi mannshoch reingehen kann. Ja, das war ein Scheißjob, hier unten zu arbeiten. Aber eine faszinierende Technologie. Wisst ihr, wohin wir gehen? Diese Säulen gehen einfach in alle Richtungen weiter. Andreas, könntet ihr dort nachsehen? Ich werde versuchen, weiter geradeaus zu gehen. Natürlich. Ah, okay, alles klar. Jetzt spielen wir Andreas. Oh mein Gott! Lorenz? Warte mal, hat er jetzt irgendwelche Visionen? Scheiße! Ich habe nicht vorgelesen. Das ist verschwunden. Lorenz Rotvogel. Ach so, der Lorenz. Ja, leider habe ich jetzt... Ich war so perplex. Ich habe nur halb mitbekommen, was er gesagt hat. Okay, jetzt trifft er vermutlich irgendwie alle... Also der wahrscheinlich ist er einfach schon in den 18 Jahren ein bisschen verrückt geworden, dass er jetzt so Visionen hat. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Linhard, habt ihr überhaupt geglaubt, dass ich es war? Oder konntet ihr dadurch lediglich meinen Tod leichter ertragen? Ja, das ist das schlechte Gewissen. Warum erzittert das hier so? Was ist hier los? Was passiert hier? Fällt hier gleich alles ein? Martin, ihr konntet eine gute Sache einfach nicht in Ruhe lassen, was? Wie viele Leichen habt ihr zurückgelassen? Was ist hier los? Kaspar, Meister, warum habt ihr mich zurück in die Flammen geschickt? Gott, der Controller vibriert auch immer stärker. Das könnt ihr jetzt nicht miterleben. Was passiert hier? Die Flammen! Oh Gott, hier sind wir. Nein, nein, das kann nicht sein. Ich kann im Moment nicht hier sein. Wie bin ich hierher gekommen? Andreas. Ihr seid immer noch hier. Ja, noch ein kleines Weilchen. Ihr geht? Ich bin der letzte Rest der Vernunft, der diesen Hof einst regiert hat. Wenn er geht, gehe ich mit ihm. Okay, das da hinten soll wohl der absolute Wahnsinn darstellen. Aber wer wird die Stadt regieren, wenn ihr geht? Niemand. Ihr müsst diesen Ort für immer verlassen, Andreas. Ihr müsst ihn für immer aufgeben. Aber wie? Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal, wie ich hergekommen bin. Dies war einst ein Zufluchtsort für euch, Andreas. Aber es ist ein Gefängnis geworden, ein Gefängnis, das ihr gebaut habt, um euch selbst zu schützen. Wovor? Vor Schmerzen, vor dem Risiko, vor dem Leben selbst. Aber ich kann nicht bleiben, ich muss Magdalene helfen. Wie komme ich hinaus? Andreas, ihr seid der Architekt.
Ich werde euch helfen, so gut ich kann, aber nur ihr kennt die Antwort auf diese Frage. Okay. Wir sind im Labyrinth. Was? Okay, was ist der richtige Ausgang? Wie komme ich hier raus? Ah, ich muss... Okay, alles klar. Warte. Ich gehe einfach mal irgendwo hin. Hallo, Andreas. Das ist Sabine. Bist du das, Sabine? Ja, natürlich. Ich bin noch hier. Ein Teil von mir wird immer bei dir sein. Wir haben sehr lange nicht miteinander gesprochen. Warum? Du hast mich an August erinnert. Erinnerst mich an ihn. Es war nicht alles schlecht, Andreas. Wir haben ihn verloren, aber wir hatten 4 gemeinsame Jahre. Es waren glückliche Jahre, nicht wahr? Ja. Aber dann endeten sie und es fühlte sich an, als würde das Leben mit ihnen enden. Ich weiß. Es war schwer für uns beide. Ich gebe dir für nichts die Schuld. Und du solltest aufhören, dir selbst die Schuld zu geben. Es ist vielleicht zu spät für uns, aber nicht für dich, Andreas. Es ist nicht zu spät für Magdalene. Ja, Magdalene, ich muss ihr helfen. Das kannst du, Andreas, aber du musst diesen Ort für immer hinter dir lassen. Ich weiß, ich kann das. Das werde ich. Das wirst du. Vielen Dank, Sabine. Werde ich dich jemals wiedersehen? Nicht an diesem Ort. Aber vielleicht eines Tages an einem besseren Ort. In einem besseren Traum. Okay, wir gehen weiter. Oh, Kaspar. Meister Andreas. Oh, Kaspar. Ihr seid es wirklich. Es ist schön, euch wiederzusehen, Meister. Wie könnt ihr das sagen? Ihr seid wegen mir gestorben. Ich wollte euch nur helfen, Meister Andreas. Ihr konntet nicht klar denken. Ihr solltet euch nicht länger selbst die Schuld geben. Ich habe meine Familie im Stich gelassen. Ich habe euch im Stich gelassen. Ich konnte Peter nicht aufhalten, konnte Tassing nicht retten. Okay, klar. Ich konnte nicht einmal mehr als ein paar Arme voller Bücher retten. Ihr habt getan, was ihr konntet, Meister. Jeder weiß das. Und mehr kann keiner von uns tun. In Ordnung, Kaspar. Danke. Danke für alles, was ihr mir beigebracht habt. Moment. Was ist passiert? Das war der Ausweg. Bevor ich mit Kaspar sprach, wusste ich, dass dies der Ausweg war. Beatrice meldet sich. Euer Verstand kämpft gegen sich selbst, Andreas. Er erinnert sich an den Schmerz des Lebens. Er versucht, dich davor zu schützen. Beatrice? Ja? Ich dachte, ihr wärt fort. Ihr habt mich zurückgebracht. Oh? Und was mache ich jetzt? Ihr macht weiter. Okay, da kommen wir nicht mehr raus. Wir müssen einen anderen Weg finden. Aber wie hat sich das Labyrinth jetzt verändert? Gehen wir erstmal zurück. Ich habe den ganzen Weg noch nicht im Blick. Da hinten scheint sich was geöffnet zu haben. August. Du auch? Ich habe dein Gesicht so viele Nächte, so viele Jahre nicht gesehen. Ich dachte, ich hätte es vergessen. Aber ich wusste, dass du noch da warst. Hast leise auf mich gewartet. Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, kann sie nicht vertuschen. Sie ist immer da, unter der Oberfläche, so sehr ich auch versuche, sie zu begraben. Das ist das Pentiment, was er versucht.
Er versucht sein Leben, seine Biografie zu überdecken, zu überzeichnen, neu zu tuschen. Und ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Schon in Ordnung. Er spricht. Was? Es ist in Ordnung, Papa. Wirklich? Du musst dich nicht mehr hier verstecken. Ich habe Angst, August. Ich weiß. Aber deshalb kannst du nicht bleiben. Es gibt Menschen, die dich brauchen. Es ist so schwer, dich gehen zu lassen. Ich weiß, Papa. Aber du musst. Ich weiß. Du hast recht. Danke. Ich liebe dich, Papa. Ich dich auch. Gute Nacht, August. Gute Nacht. Sie haben sich wieder verschoben, die Wände. Es versucht immer noch, euch zu schützen. Nein. Nicht? Nein, ich meine, nein. Ich muss das nicht tun. Das ist mein Verstand, mein Labyrinth. Und ich gehe jetzt. Gut. Aber der nächste Teil könnte verwirrend sein. Das ist die Heilige. Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts davon. Warum haltet ihr das Labyrinth? Zwei Dinge verschmelzen in eurem Geist. Hier und... Alles hat mehrere Ebenen, sogar unsere Erinnerung. Mit der Zeit werden die Fundamente begraben. Wir können uns nicht mehr daran erinnern, wie wir hergekommen sind, geschweige denn daran, was vorher war. Und was war vorher? Unsere Dame, die über das Labyrinth wachte, wie ich über euch wache. Und auch das hat Wurzeln, die tief in die Vergangenheit reichen. Es gab nicht immer eine Dame, die über das Labyrinth wachte. Aber es gab ein Labyrinth. Oh mein Gott. Okay, es ist die Inkluse. Wir sind da. Was? Ich verstehe nicht. Schwester Amalie? Ist das echt? Bin ich noch in meinem Kopf? Ihr seid hier mit mir. Und wir sind hier im Geiste. Sind wir noch in den Ruinen? Wir befinden uns im Tabernakel, im Herz des Labyrinths. Euer Geist wanderte herum und der Herr brachte euch hierher. Aber ich verstehe nicht, wie habt ihr eure Zelle verlassen? Das habe ich nicht. Wir sind nur im Geiste hier, Andreas. Was? Wir sind nur im Geiste hier? Das ist doch Quatsch. Die spinnt doch, die Alte. Ist das real? Erlebe ich endlich, wovon ich bislang nur in Aussagen von Mystikern gelesen habe? Ich habe euch vor langer Zeit gesagt, dass Lesen keine spirituelle Erfahrung vermitteln kann. Aber ja, das hier ist real und ihr braucht keine Angst zu haben. Habt Vertrauen. Wenn ihr hier bei mir seid, dann ist das der Wille des Herrn. Sie hat eine Mars. Statue in der Hand. Andreas? Schwester Amalie?
Was macht ihr hier, Schwester? Das ist das Zentrum des Labyrinths. Der Tabernakel. Hierhin sendet der Herr meinen Geist, um seinen Willen zu erfüllen. Was will sie damit sagen? Er hat auch eure Geister hierher geführt. Das muss einen Zweck haben. Okay, wir sind mal ganz sachlich. Magdalene. Mit beiden Beinen auf der Erde. Nein, das ist nicht mein Geist. Ich bin durch das Aquädukt hergekommen. Zu Fuß. Ihr seid verwirrt, Magdalene. Das ist verständlich. Meine eigenen Visionen haben mich mein ganzes Leben lang verwirrt. Auch wenn das hier seltsam erscheint. Auch wenn es ein Ort des Geistes ist. So ist es doch sehr real. Der Herr ruft mich seit vielen Jahren an diesen Ort. Er hat mir immer seinen Willen kundgetan. Bald wird er ihn auch euch kundtun. Schwester, wie kommt euer Geist an diesen Ort? Durch die Tür zwischen Leben und Tod. Ja, genau, ihr Grab, was sie ausgeschaufelt hat. Wenn mein Geist den Ruf hört, steigt er durch mein Grab hinab. Hier sagt mir der Herr, welche Botschaften ich überbringen muss und an wen. Oh mein Gott, die Nachrichten! Ihr überbringt Nachrichten? Ja, früher einmal, vor langer Zeit, war ich eine Schreiberin. Ich habe viele Werke der großen Kirchenärzte kopiert, vor allem Origenes. Aber das alles endete mit dem Feuer. Es endete mit meinem Leben. Wartet! Ich dachte, ich hätte die Feder für immer weggelegt, bis die Visionen zurückkehrten. Oh yeah, da haben wir's. Nein! Als das Feuer meine Abtei raubte, konnte ich meine Schwester nicht retten. Nicht eine. Alles, was ich greifen konnte, war ein einzelnes Buch und ein Stoffballen. Ich konnte nicht verstehen, warum Gott allein mich verschont hatte. Aber er hat es mir gezeigt. Gott hatte Höheres für mich vorgesehen, für meine Hand. Vater Thomas hat es mir erklärt. Jetzt ist alles klar. Er sagt mir, was ich tun muss, was der Herr von mir will. Vater Thomas sagt das? Ihr wart es, die Nachrichten habt immer ihr geschrieben. Ich fand eine bei meinem Vater, als er angegriffen wurde. Okay, sie flippt aus. Schwester Amalie, ihr habt diese Leute dazu gebracht, einen Mord zu begehen? Was? Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Der Herr würde mich niemals für einen solchen Zweck benutzen. Aber genau das ist passiert, Schwester. Ihr habt diese Nachrichten geschrieben und Menschen wurden wegen ihnen ermordet. Nein, das würde ich nie tun. Das würde er nie tun. Ich glaube, hier fließt jetzt der Herr, er und der Vater, Thomas, ineinander, habe ich das Gefühl, bei ihr. In seinen Botschaften war nie von Mord die Rede. Nein, 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 ich bin nicht hier. Das kann nicht wirklich passieren. Das kann nicht passieren. Aha! Ha! Da haben wir ihn. Schwester Amalie. Psst, alles in Ordnung. Vater Thomas, wie kommt ihr hier herunter? Tassing ist ein alter Ort. Er hat im Laufe der Jahrhunderte viele alte Straßen und Tunnel begraben. Menschen gehen jeden Tag über den versteckten Wegen, ohne es zu wissen. In Wahrheit war es Schwester Amalie, die sie zuerst wiederentdeckt hat. Und dieser Ort. Und diesen Ort. Vater Thomas, habt ihr? Unter anderen Umständen wäre ich überglücklich, euch zu sehen, Andreas. Ich bin wirklich froh, dass ihr am Leben seid. Gott sei Dank. Aber ich denke, der Anlass dieses Wiedersehens bietet wenig Grund zur Freude.
Ihr! Ihr und Schwester Amalie habt hinter all den Morden gesteckt? Nein, sie hatte keinen Anteil daran. Aber die Nachrichten, sie hat sie geschrieben. Schon, aber sie verstand ihren Zweck nicht. Ich habe sie angeleitet. Ich habe ihr gesagt, was sie schreiben soll. Ihr habt ihre Liebe und ihr Vertrauen für eure eigenen Zwecke missbraucht? Er, der dem Weg der Liebe folgen möchte, darf weder Kosten noch Scham scheuen. Noch Schmerz, er muss zu allen stehen, sogar ihren schrecklichsten Befehlen. Ich schäme mich, es zuzugeben, aber ja, das habe ich getan. Wozu? Welchem Zweck diente das alles? Blickt euch um. Was seht ihr? Gemälde von römischen Göttern, Mars und Diana. Seht genauer hin. Es sieht aus wie die Statue des heiligen Moritz von der Wiese. Und die Bilder der heiligen Satya aus dem Schrein. Ich verstehe nicht. Okay, also jetzt vermute ich mal. Das soll gewissermaßen darstellen, dass sich die christliche Gedankenwelt und Kultur am Ende symbolisch in diesen Figuren dargestellt ja auch nicht aus dem Nichts entwickelt haben, sondern in gewisser Weise eine Weiterentwicklung des vorherigen gewesen sind. Und ich glaube, das versucht er zu unterbinden. Weil das untergräbt ja in gewisser Weise den Anspruch, den universalistischen Totalanspruch eines monotheistischen Glaubens, der quasi so entsteht. Genau, und auch das ist gewissermaßen ein Pentiment, ein Übermalen, was man nicht zugeben möchte, dass es darunter immer schon weitere Schichten gegeben hat, auf denen alles aufbaut. Ich verstehe nicht. Es sind der heilige Moritz und die heilige Satya und Mars und Diana. Die Heiligen sind die Götter? Als die Römer Tassing verließen, blieben ihre Gebäude, Tempel und Statuen zurück. Jahrhunderte später ließen sich hier Christen nieder. Sie fanden alte Fragmente der imperialen Herrschaft. Diese Statue von Mars, die einst über die römischen Felder gewacht hatte, stand immer noch dort, kopf- und namenlos. Die Siedler glaubten, es sei der heilige Moritz, der schon in ihrer früheren Heimat eine Legende war. Sie fanden die Schreine für Satya und weil sie nicht verstanden, dass sie ein Aspekt von Diana war, hielten sie für eine weitere lokale Heilige. Ja, Magdalene weiß das natürlich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Geschichten sich Charaktere aus älteren Geschichten ausleihen und verändern. Aber das sind keine Geschichten, Magdalene. Jetzt kommen wir zu seinem Motiv. Das sind Heilige, unsere Heiligen. Die Siedler sahen sie nicht mit heidnischen, römischen Augen, sondern mit christlichen. Niemand wusste, dass sie römische Götter waren, weil es keine Aufzeichnungen darüber gab, was die Römer hier getan und hinterlassen hatten. Bis auf die Historia Tassiae. Aber die Historia Tassiae war damals nicht bekannt. Vielleicht war sie noch nicht einmal geschrieben. Wer weiß, wie lange dieses Buch verschollen war, bevor es seinen Weg zu Vater Matthias fand. Und ihr habt ihn dafür getötet. Ja, mit Gift. Niemand hatte einen Verdacht. Was? Ihr habt jemanden getötet? Möge Gott mir vergeben. Ja, das habe ich. Als Vater Matthias erfuhr, dass es keine Beweise dafür gab, dass der heilige Moritz jemals nach Tassing gekommen war, dass ein Schrein auf der Wiese eine Statue von Mars war, die die Römer vor Jahrhunderten errichtet hatten, und dass die heilige Satya die römische Göttin Diana war,
Also beschloss er, sich damit zu befassen. Und ihr habt beschlossen, euch mit ihm zu befassen. Andreas, unsere Leute glauben an den heiligen Moritz. Sie glauben an die Wunder, die Gott durch seine Hand gewirkt hat. Und sie glauben an die Legende der heiligen Satya, dass sie Moritz geholfen hat und immer noch über Tassing wacht. Und das war es wert, den Abt zu töten? Das glaubte ich damals, ja. Wenn der heilige Moritz nie in Tassing war, was ist dann in dem Reliquiar? Was besuchen die Pilger? Was bedeutet das für die Menschen, die zu ihm und zur heiligen Satya gebetet und geglaubt hatten, ihre Gebete wären erhört worden? Was bedeutet das für die Kirche, die den Menschen Hoffnung gegeben hat, wie ein falscher Stern am dunklen Himmel? Wenn die Menschen Grund haben, an den Heiligen zu zweifeln, können sie dann auch an der Kirche zweifeln? Zweifeln sie dann auch am Evangelium, am Wort Gottes? Einige würden es vielleicht tun, aber ihr habt doch immer gesagt, wir müssten Christus aus freien Stücken annehmen. Ja, natürlich, aber die Legenden unserer Heiligen zu bewahren, störten nicht den individuellen Willen. Ihr bewahrt eine Lüge. Ich habe eine Lüge bewahrt, um die größere Wahrheit zu erleuchten. Gott hat die Welt so geliebt, dass er für sie seinen einzigen Sohn gegeben hat. Wenn ihr das glaubt, wenn ihr das wirklich glaubt, dann gehört euch das ewige Leben. Und Heilige sind unter uns gewandelt und ihre Reliquien wirken Wunder und sie hören unsere Gebete und antworten darauf. Und die beiden, die diese Stadt beschützen, waren niemals hier. Das müssen Sie nicht wissen, Andreas. Es gibt Zeiten in diesen Bergen, da scheint Gott sehr weit weg von uns zu sein. Aber ein Bauer aus Tassing kann auf einem Feld stehen, über unser Tal blicken und sagen, der heilige Moritz war hier. Gott war mit uns, er ist mit uns und er wird immer mit uns sein. Und das ist die Wahrheit, auch wenn die Legende vom heiligen Moritz eine Lüge ist. Und ihr denkt, das rechtfertigt das alles? Letztlich nicht, aber währenddessen hielt ich jeden Schritt für richtig. Ich habe mich geirrt. Okay, er bereut das Ganze. Der Chat ist schon eifrig am Diskutieren, was das Motiv betrifft. Ich will nachher was dazu sagen, aber ich denke, wir sollten erstmal dem Spiel hier sein Recht geben und das Ganze zu Ende führen. Er hat sich geirrt. Ich weiß, das ist schwer zu glauben, aber ich wollte Leben retten, den Tod verhindern. Aber ein Mord hat das Problem nicht gelöst, richtig? Denn eines Tages ritt Baron Rotvogel mit einem weiteren Exemplar der Historia Tassiae in die Stadt. Einem Exemplar, das er dem Abt versprach, damit Kiersau seine Vergangenheit verarbeiten konnte. Und wenn Vater Gernot das gelesen hätte, hätte er dieselbe Gefahr dargestellt, die ihr in Vater Matthias gesehen habt. Im Nachhinein mögen meine Befürchtungen bezüglich Vater Gernots Leitung der Abtei unbegründet gewesen sein. Dieses Gefühl hat euch nicht abgehalten, es wieder zu tun. Stimmt, hat es nicht. Aber warum dann Otto? Er hatte sicher nichts mit der Historia Tassiae zu tun. Er konnte nicht einmal lesen. Am Ende veranlasste seine Ermordung Peter und die anderen dazu, die Abtei zu zerstören. Ich hätte damit nie gerechnet. Ich habe Peters Zorn und die Frustration der Bauern unterschätzt. Ihr habt ihn also getötet, um einen Aufstand zu verhindern und stattdessen einen verursacht. Jemand anderes hat ihn getötet. Jemand anderes hat ihn getötet, genau wie jemand anderes Baron Rotvogel getötet hat. Und es ging nicht darum, einen Aufstand zu verhindern, sondern um ihn davon abzuhalten, den Menschen zu zeigen, was er gefunden hatte. Was er gefunden hatte, als er dabei half, das Fundament für das Rathaus auszuheben. Aha.
Die Wand des Aquädukts? Nein, jeder kennt die alten Aquädukte, das würde keinen Alarm auslösen. Er fand einen steinernen Kopf. Der fehlende Kopf der Statue auf der Wiese, der Statue am Schrein des heiligen Moritz. Wie kam er dorthin? Die wahrscheinlichsten Schuldigen sind Regen, Überschwemmung und die Zeit. Der schwarze Till hat mir erzählt, dass Bauern jedes Jahr alte Werkzeuge und Töpfermann auf den Feldern finden. Ja, und dieser Kopf blieb jahrhundertelang verborgen. Es lag in der Erde, bis Otto ihn fand. Und er hätte allen mit seiner Entdeckung gezeigt, dass Gott die Stadt begünstigt hatte. Was Otto nicht wissen konnte, war, dass die Statue unseres Schreins nicht den heiligen Moritz darstellt, weil Otto die auf dem Helm eingravierten Worte nicht lesen konnte. Mars Pater. Aber der Mann, dem er diese Informationen anvertraute, der Priester der Stadt, konnte es. Oh ja. Und ihr habt ihm gesagt, er solle euch in der Johannisnacht im Rathaus treffen. Ich konnte nicht zulassen, dass er den Glauben unserer Stadt zerstörte. Und ihr habt die arme Schwester Amalia aufschreiben lassen, was ihr als Visionen ihr eingeredet hattet. Visionen, an die sie sich nicht erinnern konnte. Und ließ die Nachrichten mitten in der Nacht an Guy, Hannah und Martin überbringen. Damit einer von ihnen Otto ermordet, so wie jemand Lorenz ermordet hat? Was ist mit meinem Vater? Es tut mir leid, Magdalene. Ich habe mein ganzes Leben neben euch gelebt. Wie konntet ihr? Es war nicht leicht für mich. Ich dachte immer, ich tue nur, was getan werden muss. War es wegen des Wandbilds? Ja. Klaus verfolgte das Projekt mit der Entschlossenheit eines schuldigen Mannes, der Buße tut. Er grub und grub weiter nach Antworten über Tassings Vergangenheit, Kirsaus Vergangenheit. Ich hatte Angst, dass er früher oder später darauf stoßen würde, auf Moritz. Satya, diesen Ort, alles. Also habt ihr versucht, ihn zu töten? Nein, ich habe versucht, ihm Angst zu machen. Zuerst mit der Nachricht, aber er hat sie ignoriert. Ich dachte, wenn ich die Werkstatt durchwühle, schreckt ihn das ab. Ich hatte nicht so bald mit ihm gerechnet. Es war ein Unfall. Es war kein Zufall. Ihr hättet ihn fast getötet. Ich weiß. Also, was werdet ihr jetzt tun? Mich töten? Magdalene töten? Nein, natürlich nicht. Ich habe weder die Mittel noch den Willen dazu. Aber selbst wenn ich euch nicht davon abhalten kann, den Leuten zu erzählen, was ich getan habe, kann ich sie davon abhalten, diesen Ort zu finden. Oh nein. Nein, Vater Thomas, haltet ein! Es ist zu spät für mich, aber noch kann ich die Geheimnisse von Tassing mitnehmen. Oh nein, Vater, ihr werdet uns alle töten. Ihr werdet Amalie töten. Dann geht und nehmt sie mit. Ihr könnt den Stadtbewohnern sagen, was ihr wollt, aber wenn ihr hier bleibt, werden wir gemeinsam sterben. Ihr könnt die Menschen nicht davon abhalten, die Wahrheit zu erfahren. Vielleicht, aber ich muss es versuchen. Oh mein Gott, jetzt raus da. Scheiße, Vater, geht! Okay, sie haben es wohl geschafft. Geht es euch gut? Ja, mir geht es gut. Gut. Das müssen sie in der goldenen Hand gehört haben. Ach, schaut mal, wir sind unter der Kirche, ja. Dass die ganze Kirche einstürzt, das hoffe ich. Was werden wir ihnen sagen? Ja, was meint ihr? Na, über das hier. Über alles. Ja, warum erzählen wir ihnen nicht einfach die Wahrheit?
Aus dem gleichen Grund, aus dem Vater Thomas es geheim gehalten hat. Okay, warte mal. Ernsthaft? Andreas Mahler? Bitte erklärt eure Überlegungen. Wir lassen ihm mal das Wort. Ich bin nur nicht sicher, ob es sinnvoll ist. Was nutzt es allen, vom heiligen Moritz und der heiligen Satya zu erzählen? Vielleicht hatte Vater Thomas zumindest damit recht. Vielleicht würde es ihren Glauben zerstören. Tja, das ist eine ganz spannende Frage in der Tat. Können wir nachher auch nochmal drüber sprechen. Ich werde mich jetzt hier irgendwie entscheiden. Ich denke, das Leben der Menschen wurde schon genug zerstört. Eures eingeschlossen. Es tut mir leid, Magdalene. Schon in Ordnung. Es fällt schwer, das Gefühl zu haben, dass wir tatsächlich etwas erreicht haben. Ist unsere Lage jetzt besser als heute Morgen? Vater Thomas wird niemandem mehr schaden können. Vielleicht hätte er das auch nie getan. In Ordnung, wir müssen es ihnen nicht sagen. Über die Heiligen, die Römer, über nichts davon. Okay, also wir müssen uns jetzt tatsächlich entscheiden. Aber, liebe Leute, ich bin ein Freund der Aufklärung und der Vernunft. Ich glaube an die Wahrheit. Ich glaube, dass die Wahrheit gut ist. Nein, ich weiß nicht, wie weh es auch tut. Sie sollten die Wahrheit hören. Seid ihr sicher? Nein, aber ich denke immer noch, dass genau das getan werden muss. Dann erzählen wir es ihnen. Gut. Wir sollten Schwester Amalia an einen warmen Ort bringen. Wir können sie zu mir nach Hause bringen. Ihr habt wahrscheinlich einiges zu erklären. Sehr viel sogar. Es hat lange gedauert. Ich bin froh, dass ihr nicht in diesem Feuer gestorben seid. Ich auch. Glaube ich. Frohe Weihnachten, Andreas. Frohe Weihnachten. Oh. Magdalene, du bist zurück. Andreas und Schwester Amalie und ich, wir haben es alle geschafft. Schwester Amalie? War sie in der Kirche? Ich hörte einen schrecklichen Lärm und das Haus bebte. Ist alles in Ordnung? Unsere Nachbarn denken wahrscheinlich, dass die Welt untergeht. Also, es könnte besser sein. Hä? Hm. Kommst du zurecht, Papa? Ja, es tut mir leid. Nur müde. Setz dich zu mir, erzähl mir, was passiert ist. Es begann im Rathaus, also im Keller. Wusstest du, dass die Rückwand Teil des alten römischen Aquädukts war? Hm. Also gingen wir in das Aquädukt. Der Abschnitt, den wir gefunden haben, muss seit Jahrhunderten abgeriegelt gewesen sein. Wir haben ein altes römisches Badehaus gefunden. Wir konnten nicht durch, also suchten wir uns einen Weg, ein Stockwerk tiefer unter den Bädern. Ich glaube, Andreas hat gesagt, es sei ein Hypokaustum. Andreas und ich wurden getrennt. Schön. Schöne Wahl hier. Ich hatte wirklich Angst. Ich hätte ihn verloren und wir hätten uns beide dort unten verirrt. Aber dann hörte ich seine Stimme in der Ferne und war sehr erleichtert. Papa, hörst du noch zu? Oh nein.
4 Monate später. Okay, die beiden schreiben sich. Esther schreibt. Es ist schwer, ich weiß. Ich meine, ich kann mir nur vorstellen, wie schwer es ist. Aber wir werden alle unser Bestes tun, damit du dich willkommen fühlst, wenn du hier ankommst. Der Gedanke ist seltsam, dass dies wahrscheinlich der letzte Brief sein wird, den ich dir sende. Also beende ich ihn mit lieben Grüßen. Esther. Magdalene? Gnazio ist da. Incipit, April 44. Ja? Entschuldigt die Störung, aber ich wollte euch wissen lassen, dass alles in Ordnung ist. Baltas hat dafür gesorgt, dass alle finanziellen Angelegenheiten erledigt werden. Das Geld wird euch über die Reichspost zugeleitet, sobald alles geregelt ist. Ich weiß es zu schätzen, bitte dankt ihm in meinem Namen. Vielleicht ist das ihr Geld für den Auftrag des Wandbildes? Dankt ihm für alles. Natürlich, Fräulein Druckerin. Ich kannte euren Vater nicht gut, aber ich weiß, dass ihn alle, die von ihm sprachen, sehr geschätzt haben. Anscheinend hat Tassing durch diesen einen Mann gleich viele Dinge verloren. Es tut mir sehr leid. Danke. Viel Glück für euch. Okay. Gibt jetzt keinen anderen Weg als hinaus. Alles ausgeräumt, ja. Sie verlässt den Ort, wie es scheint. Warte mal, ich bin mal kurz neugierig. Es steht nichts mehr im Tagebuch. Na gut, vielleicht können wir eine Abschiedsrunde machen. Sie geht nach Prag. Sieht so aus, ja. Gertrude. Seid ihr sicher, dass ihr alles habt, was ihr braucht, Magdalene? Ich denke schon, vielen Dank. Ich habe etwas für euch, das ihr mit auf die Reise nehmen könnt. Es besteht aus Kamille, Zimt und Weizenmehl. Wenn ihr auf Reisen einen Krampf bekommt, ich weiß, ich werde es benutzen. Nun, in Hildegards Rezept standen nur Kamille und Weizenmehl. Den Zimt habe ich für den Geschmack hinzugefügt. Es tut mir so leid, was mit eurem Vater passiert ist. Danke. Mutter Franziska hat uns alle für ihn beten lassen. Und für euch, als sie hörte, dass ihr geht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr braucht nicht zu sagen, schließt uns einfach von Zeit zu Zeit in eure Gebete mit ein. Wir alle werden euch sehr vermissen, Magdalena. Ich werde euch auch vermissen. Gott segne euch. Gute Reise. So, was ist mit den beiden hier? Oh, da ist... Magdalene, ich kann nicht glauben, dass ihr wirklich geht. Ihr solltet mich besuchen. Ha. Meine weiteste Reise war zum Markt von Mittenwald. Daher halte ich das für nicht sehr wahrscheinlich. Eine kleine Gemeinde, die für ihre Bergpässe zwischen Augsburg, Innsbruck und Mailand bekannt ist. Riesige Mengen an Münzen und Handel passieren jedes Jahr Mittenwald. Okay. Schreibt uns. Wir möchten etwas über euer neues Leben erfahren. Das mache ich, versprochen. Ihr seid ein besonderes Mädchen, Magdalene Druckerin. Ich verstehe, warum ihr geht. Gott weiß, dass ihr einen guten Grund habt. Aber Tassing wird ohne euch nicht mehr dasselbe sein. Gute Reise und Gottes Segen. So. Oha. Oha. Na, warte mal. Ötz. Oh, hey, Max. Otto? Warte mal, heißt er möglicherweise Otto und alle nennen ihn nur Ötz? Nee, ne? Wir können ihn jetzt Otto nennen? Ich nenne ihn jetzt einfach mal Otto. Otto. Es tut mir wirklich leid um euren Vater. Er war immer nett zu mir. Meine Mutter sagt, er war ein guter Mann.
Er war ein guter Vater. Hm. Danke, ich sollte aufbrechen. Max! Hä? Magdalene, seid ihr sicher, dass ihr mich nicht heiraten wollt? Okay. Tja. Tja. Ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass wenn wir jetzt eins wählen würden, es dennoch dazu kommen würde. Ich glaube, sie ist sich ziemlich sicher. Ganz sicher. Nein. Oh. Das war eine schnelle Antwort. Ihr musstet nicht einmal darüber nachdenken. Kümmert euch um eure Mutter, Ötz. Das ist für den Abspann nicht ganz unwichtig, sagt Refner. Tja, da haben wir eine klare Entscheidung getroffen. Elias, der neue Pfarrer. Wir? Ich. Guten Morgen, Fräulein Druckerin. Brecht ihr bald auf? Ja, Vater, ich nehme nur noch von einigen Abschied. Natürlich, es tut mir leid, dass ich keine Chance hatte, euch oder euren Vater kennenzulernen. Gott schenke seiner Seele Frieden. Mir tut es auch leid. Lasst euch von diesen Böhmen bloß keine ketzerischen Ideen in den Kopf setzen. Sobald ihr schädlichen Samen Wurzeln geschlagen haben, ihre, können sie den Glauben in euch ersticken. Oh ja. Der heilige Moritz wird mich beschützen. Okay. Kommt, ach wenn... Ist das ironisch gemeint von ihr jetzt? Wird sie auch reformatorisch? Ich weiß nicht, Vater. Sie sollen einige interessante Ideen haben. Merkt auf, junge Dame. Nur weil ich neu hier bin, heißt das nicht, dass ihr mich necken solltet. Gott segne euch, Vater Elias. Gott segne euch und eure Reisen. Amalie? Diese zusammengefallene Kirche ist natürlich auch ein starkes Symbol. Gott segne euch, Schwester Amalie. Diese Schrift. Reist ihr heute ab? Ja, ich gehe nachher nur noch mal hinauf zur Mühle. Mir tut das alles sehr leid. Nun, das war der Winter. Jetzt ist Frühling. Das ist wahr. Wir alle müssen versuchen, wieder zu leben. Danke für eure Hilfe. Wisst ihr schon, was ihr jetzt tun werdet? Werdet ihr erneut eine Inkluse? Ich weiß es nicht, ganz ehrlich. Vater Elias versucht mir zu helfen, aber ich muss lernen, mich mehr auf mein eigenes Urteilsvermögen zu verlassen. Es wird lange dauern, bis ich für meinen Anteil an den Vorfällen gebüßt habe. Vielleicht den Rest meines Lebens. Werdet ihr jetzt Exkluse? Okay, das ist lustig. Gott weiß, dass ihr keinen Schaden anrichten wolltet. Er schon, aber dennoch wurde Schaden angerichtet. Ich schreibe einen Bericht über alles, was hier passiert ist. Das heißt, so gut ich mich daran erinnern kann. Wenn es nicht ausreicht, um Vergebung zu erlangen, bete ich, dass es zumindest diese Geschichte großer Finsternis erleuchtet. Gut, die Erinnerung sollte bleiben. Gott segne euch, Schwester Amalie. Gott segne und beschütze euch auf euren Reisen, Magdalene. Okay, natürlich gehen wir nochmal überall hin, ist ganz klar. Da geht's eh nicht hin. Vor allem will ich sehen, wie das Wandbild aussieht. Wir können uns das Wandbild nicht anschauen. Wir müssen hoch zur Mühle. Es gibt keinen anderen Weg, Leute. Na gut. Okay, hier sind noch ein paar Else. Magdalene, meine Liebe. Ich wünschte, ihr würdet bei uns bleiben. Der kleine Andreas und Ulrike werden euch sehr vermissen. Ich werde sie auch vermissen. Tassing ist nicht der richtige Ort für mich. Es wird höchste Zeit zu gehen.
Ihr werdet euer Glück da draußen noch finden, irgendwo jenseits der Hügel und Täler. Ich weiß es in meinem Herzen, Gott sorgt sich um euch, so wie für uns alle. Tja, das ist meine Hoffnung. Hoffnung ist das, was uns antreibt. Vielleicht besucht ihr uns eines Tages wieder, mit eurer eigenen Familie im Schlepptau. Ja, vielleicht. Wenn nicht, schreibt bitte von eurem Leben da draußen. Als ich jünger war, träumte ich oft vom Reisen, einem Besuch der vielen Königreiche, aber ich habe meinen Frieden gefunden, hier und jetzt in Tassingen, auch nach allem, was passiert ist. Trotz der Revolte? Ja, und Lennart. Es war eine beängstigende Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für Paul und Anna. Wahrscheinlich hat sie das am Ende zusammengebracht. Ein Wunder. Meine kleinen Lieblinge, ohne sie hätte ich den kleinen Andreas und Ulrike nicht. Ah, ich schwadroniere. Passt unterwegs auf euch auf, Magdalene, meine Liebe. Wir leben immer noch in gefährlichen Zeiten. Jawohl. Viel Glück, Magdalene. Okay, wen haben wir denn hier? Ach Gott, das ist Andreas mit abrasiertem Bart. Meine Güte. Seid ihr sicher, dass ich gut aussehe? Natürlich, Andreas. Ihr seht vollkommen respektabel aus. Ein bisschen lädiert vielleicht, aber viel besser als vorher. Es war freundlich von den Frauen, mir beim Waschen zu helfen. Ich fürchte, ich hatte vergessen, mich um mich selbst zu kümmern. Manche würden sagen, dass ihr euch nachgerade bewundernswert um euch selbst gekümmert habt. Wie viele Männer hier hätten in einem ausgebrannten Keller fast 20 Jahre lang überlebt? Noch dazu von unserem weggeworfenen Roggen als einzigen Nahrungsmittel. Es tut mir leid. Andreas, wir haben es euch schon gesagt, jetzt ist alles in Ordnung. Magdalene. Hallo, Magdalene. Brecht ihr bald auf? Hallo, ja, ich fahre mit eurem Mehl nach Mittenwald und dann die Isar hinunter. Ich sehe euch ungern gehen, Magdalene. Aber ich hoffe, Prag ist alles, wovon ihr geträumt habt. Wenn die Stadt nur halb so großartig ist, wie Esther sie beschreibt, werde ich sie mit Sicherheit lieben. Sie war ein Wunder, als ich das letzte Mal dort war. Ihr habt dort die Chance, euer eigenes Leben zu führen. Gott weiß, dass ich große Teile von meinem verschwendet habe. Nutzt die Zeit, die ihr habt, und nutzt sie gut. Das werde ich. Ich weiß nicht wie, aber das werde ich. Ich wünschte, er hätte es sehen können, Andreas. Ich weiß. Er hätte es geliebt. Hoffentlich. Magdalene, hätten Engel ihn hinabgetragen, um Zeuge zu sein, hätten die himmlischen Herrscharen geweint. Ihr hättet ein Dichter werden sollen. Dafür habe ich nicht das Talent. Mag sein, aber das Naturell dazu habt ihr. Magdalene, ich wollte euch etwas wegen des Wandpils fragen, bevor ihr geht. Ich dachte, es sollte die ganze Wand bedecken. Warum habt ihr einen Abschnitt leer gelassen? Für die Zukunft. Es sei denn, die Geschichte von Tassing bleibt in dem Moment stehen, in dem ich wegfahre. Ich denke, euer Wagen bricht gleich auf. Oh, tatsächlich. Die Zeit des Abschieds ist immer zu kurz. Danke für alles, was ihr für mich und meine Familie getan habt. Gott segne euch, Andreas Mahler. Die Kinder malen da oben an der Mühle. Oh, jetzt ist sie weg. Das ging mir aber jetzt ein bisschen zu schnell. Andreas? Geht es euch gut? Ich habe mich verirrt.
Schon in Ordnung. Ihr könnt gerne so lange bei uns bleiben, wie ihr wollt. Außerdem könnt ihr noch nicht gehen. Die Kinder brauchen euer Fachwissen. Oh, sie sind oben auf der Mühle, auf dem Laufgang. Das Abendessen wird bereitstehen, wenn ihr fertig seid. Denkt daran, dass ihr in unserem Haus immer willkommen seid, Andreas. Danke. So, da haben wir wohl oben neue Lehrlinge. Und sie hat seine Mütze immer noch. Oh, jetzt sehen wir das Wandbild. So wie wir uns entschieden haben. Das sind die Bayern, die in die alten römischen Ruinen kommen. Küsste mich auf Deutsch und sprach auf Deutsch. Man glaubt es kaum, wie gut es klang. Das Wort ich Oh. Ich liebe
Fantastisch. Josh Sawyer und natürlich alle anderen, aber er vorneweg. Großartiger Mann. Puh.